Moin Moin und willkommen hier bei Going Medieval. Wieder mal in einer neuen Folge, die nachvertont ist. Ja, das ist jetzt die letzte Folge. Also die letzte Folge, die erstmal nachvertont werden muss. So, dass ihr, ja, zumindest diese und die Folge davor dann einen besseren Ton habt. Ich gebe es aber ehrlich zu, ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Denn es ist am Ende so, ich nehme immer gleich ein paar Staffeln mit einmal auf. Und ich glaube, also meistens sind so 3, 4, 5 Folgen, die ich mit einmal aufnehme. Nebenbei, damit die Sprache auch zum Bild passt, es geht hier darum, eigentlich jetzt mal mehr Betten zu bauen. Wir haben ja dann noch eine ganze Menge Fläche. Ich hatte ja ganz am Anfang mal in Folge 10 irgendwie sowas. Also wer es genau wissen möchte, guckt nochmal in der Playlist. Wow. Es fehlt nur noch, dass ich sage, und drückt den Like-Button und die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Oh Gott. ich hatte ja mal gesagt, dass die komplette Ebene da für Schlafzimmer genutzt werden soll. Und ja, irgendwann fällt dem Jungen auch auf, halt, da ist eine Treppe, da kann jemand oder ein Feind ja einfach nur runterlaufen und zack, mal gucken, wann er denn darauf kommt. Erstmal schön, also die Zimmer sind wirklich kompletter Standard. Das ist nichts Besonderes. Einfach nur ein Bett und ja, was zum Heizen. Aber bis jetzt hat das die Siedler noch nie gestört. Ich meine, es gibt immerhin die Möglichkeit, dass mehr Platz ist. Aber macht ihr ja nicht. Nein, da wird eher an der Wand eingezogen. Genau so. Fenster sind gezogen. Zack. Und jetzt machen wir das ganz schnell. Boden rein und gut ist. Aber mal ganz ehrlich, wenn man da so zuschaut, er macht das schon schön langsam und vorsichtig und so, dass nichts Falsches. Ich glaube, das deutsche Wort nennt sich akkurat. Aber die Treppe hat er immer noch. Zack, da macht er noch einen Boden hin. Jetzt kommen wir auf die Treppe. Ne? Also die Treppe muss weg, weil sonst die Feinde können halt nach dem Labyrinth, wenn sie da lang laufen, theoretisch direkt Treppe runter und gut ist. Aber nein. Zack, da noch eine Wand rein und ja, schon ist das Ganze dicht. Genau, Steinfeuerbehälter natürlich auch rein. Jetzt ja, schon ist zumindest kurzfristig mal das Material alle. Na, macht das jetzt auch alles richtig? Selbst Pinky, die Ziege, kontrolliert das. So, noch ein paar Betten rein und also man muss dazu sagen, ja. Eine Gruppe von Tieren ist aufgetaucht. Eine ganze Gruppe von einer Kuh. So, was ich eigentlich sagen wollte, ja, das sind viel zu viele Betten für aktuell. Aber ist nicht schlimm, wir machen einen Deckel drauf und irgendwann ist dann auch ein Dach fertig damit. Auf jeden Fall sind viel zu viele Betten aktuell. Aber so muss ich mir für später keine Gedanken mehr machen. Habe da eine Fläche, wo ich später auch noch was drauf bauen kann. So, was macht er jetzt? Hoch, runter, hoch, runter. Naja. Der Vorratskammer. Na, wie viele Regale macht er jetzt? 2. Na, da passen noch 2 hin. Komm, Junge. Na, perfekt. So, sind auch nochmal 4 Regale. Das heißt, bekommen noch mehr Nahrung unter. Besser geht's fast nicht.
So. Ein bisschen groben Wein haben wir jetzt auch. Also muss ich dazu sagen, das funktioniert wirklich ganz gut. Mit dem Fermentieren. Ich hätte es anfangs nicht gedacht, aber ja. Genau, die Bienenkörbe sind auch gebaut. Jetzt sollen die natürlich auch Honig produzieren. Habe ich ja beim letzten Mal gesagt, das ist einerseits Nahrung, andererseits wirklich was. Oh, nochmal dubioser Fusel. Andererseits nochmal eine Art Währung für Ruf. Wenn wir dann mal die Karawanen losschicken, wenn wir genügend Zeug haben. Und zack, Ziege Dove ist gestorben. Also ich finde das, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass in dem Spiel zumindest die Tiere auch an Altersschwäche sterben. Bei den Siedlern habe ich es bis jetzt noch nicht gemerkt. Aber ja. So, was guckt ihr jetzt? So, morgens um 7. Ein Deckel ist da noch nicht drauf, aber Herefrit baut zumindest mal weiter. Oh. Baumisselung. Hm, danke. Ich sag gerade noch, die bauen weiter und dann Baumisselung. Ja. Genau. Die Folge heißt ja Hoch hinaus, glaube ich. Müsste ich jetzt nachgucken. Ich schau mal. Genau, Hoch hinaus. Ich könnte jetzt sagen, und wir bauen noch was oben drauf, ja. Aber eigentlich geht es darum zu gucken, was haben wir aktuell für Räume. Und da fällt mir auf, uns fehlt noch der Eichbrüder-Tempel und Restitutionstempel. Wir haben bis jetzt nur einen Schrein. Eichenbrüder, okay. Also wir haben bis jetzt nur die Schreine, wir haben noch keine Wanddekoration. Damit zählt das Ganze noch nicht als als Tempel. Und so ein Tempel würde auch noch mehr Bonus bringen. So, nebenbei kommt noch ein Reisender, ja. Was kann ich ob mir dann mit dem Handel treiben? Immer schön, wenn man die Folgen danach nochmal anguckt und vertont, man weiß nicht mehr, was man gemacht hat. Und so alt bin ich eigentlich noch nicht. Genau, also Werkstatt haben wir. Wir haben jede Menge eigentlich. Ja. Jetzt schaut da erstmal. Also wir brauchen ja definitiv noch die Wanddekoration. Nur wo findet man die jetzt? Da der Forschungsbaum ja sich etwas geändert hat, ist die Frage, wo man das wirklich findet. Das sehe ich jetzt erst. Man kann Waffen auch an die Wand schrauben. Das finde ich gut. Habe ich vorher so noch nicht gewusst. Ich glaube, ich habe dann einfach nur gesagt, ja, nee, weiß nicht. Wir machen trotzdem mal ein bisschen Forschung. Mal gucken, wie viel. Ganze 50, ne? Da ist er ja ganz schön mutig. Aber nicht schlimm, man sieht, das Dach wird jetzt gebaut. Das heißt, diese komplette unterste Ebene, also da, wo die Schlafzimmer sind, ist damit dicht, voll. Ja, wenn man jetzt natürlich die Möglichkeit hätte, darauf noch, naja, Rasen oder so zu machen, wäre natürlich noch viel toller, aber ja, geht nicht. So, was macht er jetzt? Genau, erstmal ja, in dem Viereck draufziehen. Ich meine, das kann er gut, ne? Zack. Viereck hin und jetzt versucht er erstmal ganz, ganz clever, damit es nicht ganz so viereckig ist, runde Ecken einzubauen. Na, ob er das hinbekommt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal. Genau, also für runde Ecken, da
da die Ecken der einzelnen Elemente noch ein bisschen abrunden. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. Aber Junge, ich gebe dir einen Tipp. Jetzt schon mal vorab. Es bringt nichts, wenn du da oben den Kasten hinbaust. Sondern du brauchst dann später eine Tür. So, jetzt, warum reiße ich das ab? Die Erklärung ist relativ einfach. Eigentlicherweise wollte ich es jetzt abreißen und breche es wieder ab. Weil ich feststelle, ich kann noch keine Lehmziegel machen. Ganz einfach, wir haben in Staffel 2 Hangdaria, dieses Kalksteinziegelkonstrukt ganz einfach unterbrochen mit Lehmwänden direkt an der Ecke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefiel das. Das ist optisch ganz einfach ein bisschen was anderes. So, und da, okay, wir haben nicht mit dem Händler gehandelt. Da er jetzt feststellt, nein, Lehmtiegel kann er noch nicht. Weil er hat es nicht erforscht. No. Dann machen wir halt noch ein paar Zinnen dran. Hat natürlich dann den Vorteil mit ein paar Zinnen. Man kann da oben noch Bogenschützen abstellen. Die haben natürlich den Höhenvorteil, der ja auch bei Going Medieval wichtig ist. Also je höher die Bogenschützen stehen, desto mehr Schaden machen die. So, tschüss Händler. Das heißt, man kann theoretisch noch Händler weiter oben hinstellen. Wenn man dann eine Tür einbaut, ja, irgendwann kommt er auf die Idee. Ich kann aber nicht sagen, wann. Ich sehe nur, okay, Kalksteinziegel sind schon wieder Mangelware, aber das Dach wird jetzt gebaut. Die ersten Schlafzimmer wurden jetzt schon erstellt. Wir haben viel zu viele Schlafzimmer. Also jeder kann da jeden Tag woanders schlafen. Na, Holztür? Ah. Der Junge ist gar nicht so dumm, wie er aussieht. Weiß ja keiner, wie er aussieht. Ist ja vollkommen egal. Eine Tür rein. Und dann sollte das auch weitergehen. Genau. Jetzt fehlen natürlich wieder die Ziegel. Gerade sage ich, zack, wurde was Neues hergestellt. Ja gut, ist ja nicht schlimm. Aber 17 Uhr wird nicht mehr so viel passieren. Außer dass Svete jetzt die Baufertigkeit erhöht. Ich meine, ist auch nicht schlimm. Ich muss aber, was baue ich da oben rein? Ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, die Idee war, die Religion da oben hinzubauen. Ja, ich glaube es nur, aber am Ende ist es so, wir sind eigentlich schon wieder durch. Ja? Ich danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.